Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Wankels Passion, Rennen Nummer 4. Sardinia, Strecke B, 3 Runden, ca. 10 Kilometer. Auch schön mit der ganzen Berglandschaft hier. Es geht los in 2, 1 und startet. Ja, schon ungleich am ersten vorbei. So soll es sein. Das ist jetzt die, ja, ich sehe schon die Strecke mit den ganzen Kurve hier. Muss auch irgendwo eine Brücke sein, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Noch Windräder. Und da müsste eigentlich dann noch eine Brücke kommen, wenn ich mich erinnere. Wir werden es gleich sehen. So. Auch wieder eine langgezogene Linkskurve. Da müssen wir mal nach rechts rum. Sehr schön. Na komm. Ich muss natürlich bremsen, um den Abstand zu bekommen, um da rechts vorbeizuziehen. Die machen keinen Platz, das juckt die gar nicht. So, und jetzt wäre ich fast das Schlimme gekommen. Hier geht's dann bergauf. 10 Sekunden Vorsprung, 11 Sekunden Vorsprung, sagen wir mal. So geht's rum. Sehr schön. Ah, dann kommt dann die. Das ist wieder so eine langgezogene, eine lange Gerade, ne? Durchs Ziel durch. Kann man auch wieder ordentlich Gas geben. Sehr cool. Keine Brücke, habe ich mich dann doch geirrt. War dann eine andere Strecke gewesen. So, Platz 3. Wir beginnen die zweite Runde auf Platz 3. Passiert auch nicht oft. Sind wir auch ganz schön weit vorne, sind nur noch 6 Sekunden. Das sind schon mal die anderen beiden. Ja, wir haben ja noch ein bisschen zu fahren. Die kriegen wir auch noch. 1:45 in der ersten Runde. Sehr schön. Ja, die gehen auch ganz schön schlecht. Ne? 4,2 auf den Zweitplatzierten und 2,4 auf den Erstplatzierten. Das war jetzt wieder totales Rumgeeier hier in der Kurve von mir. Das ist, wenn ich nicht aufpasse in der unteren Platz, dann fahre ich so Mist zusammen. So, also. Lass mir mal vorbei hier. Sehr schön. Auch wieder. Ja. Weil ich hier geschlittert bin. Also gut. Das ist jetzt meine Chance. Hier bremsen sie wie blöd runter, ne? Die zwei. Dabei ist es gar nicht so arg. Ja. Spannendes Rennen bisher. Den Erstplatzierten. Den werden wir doch noch überholen können hier in der zweiten Runde. Kühlkarre eigentlich, ne? Boah. Nicht schlecht. Also hier auf der Geraden kriegen wir noch jeden Fall, oder? Ja. Da sind wir von der Geschwindigkeit her einfach unschlagbar. Gutes Setup. Was unsere Kiste halt auch an Beschleunigung ausmacht hier. Ne? Wir haben es ja gesehen beim letzten Rennen. Und dann mit 270 auf der Geraden langbrettert, dann ist es schon gar nicht so schlecht für den kleinen Mazda hier. Letzte Runde, wie gesagt. Und ja, das heißt erstmal Führung ausbauen. Ja, und hier, das ist. Es bremst auch, wenn ich hier über die Markierung fahre. An sich fahre ich die Strecke gar nicht so sauber. Ne? Also das ist schon nicht schön. Es geht alles viel besser. Da oben ist dann der nächste Checkpoint nach der Rechtskurve. So, bergauf. Genau hier. Sehr schön. Und der ist gar nicht mal so weit weg mit seinen 4 Sekunden. Also das ist jetzt nicht die Welt. Na, der ist nämlich auch ganz schön schnell, muss ich sagen.
beide schon anders und besser und schneller gehabt. Aber hier lange zu rechts vor und dann geht es eigentlich fast wieder ins Ziel rein. Ne? So. Genau. Und dann Vollgas. 5,8 Sekunden. Und dann vorne ist das Ziel. Alles richtig gemacht. Sehr schön. Glückwunsch. Dr. Wangels Passion. Und wir haben Preisgeld, Meilen, Strecke, fehlerfrei Bonus. Auch sehr cool. Wir machen weiter im nächsten Teil. Bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.